Der Sportwelt-TV-Wettcheck. Mano a Mano war vor 2 Jahren auf dieser Bahn sogar einmal Fünfter in einem Ausgleich 1. Der Gast aus Tschechien hat auch in Italien mehrere gute Formen gezeigt. Mano a Mano ist deshalb unser Tipp im ersten Rennen des Tages. Die am Platz trainierte Novika lief in der höheren Klasse hier im Juni ein starkes Rennen. Sie könnte noch etwas im Tank haben und der Champion im Sattel ist ein weiteres Plus. Novika ist unsere Favoritin im zweiten Rennen des Tages. Domenico siegte hier am vergangenen Renntag und lief dann Mitte Juni hier als Vierter erneut ein gutes Rennen. Mit einem starken Jockey im Sattel kann der Vierjährige auch hier eine gute Rolle spielen. Domenico ist unser Favorit im dritten Rennen des Tages. Nottingham war 2-jährig bereits in einem Listenrennen platziert. Zuletzt zeigte sie in Hannover eine gute Speedleistung. Die Gegner heute sind eher schwächer als damals. Nottingham könnte deshalb hier zu ihrem ersten Sieg kommen. Lulus Jackpot ist nicht nur ein Pferd, das in Dresden immer schnell läuft, sondern aktuell auch blendend in Form. In München unterlag er Gallardo, gegen den er heute deutlich günstiger steht. Lulus Jackpot ist deshalb unser Favorit im fünften Rennen des Tages. Marigold ist Bahnsiegerin und ihre zuletzt in Magdeburg gezeigte Form war gut. Die heutige Aufgabe ist nicht schwerer und so ist Marigold unsere Favoritin im sechsten Rennen des Tages. Blue Dream hat in Listenrennen für Stuten schon viele gute Formen gezeigt. Ihr erster Sieg auf dem heutigen Level sollte nur eine Frage der Zeit sein. Wir denken, dass Blue Dream den B-Win Sommerpreis gewinnen kann. Cape Sepoy hat lange gebraucht, um ein Rennen zu gewinnen, doch ihr Magdeburger Sieg fiel so leicht aus, dass auch mit Aufgewicht noch etwas gehen könnte. Cape Sepoy ist unsere Favoritin im letzten Rennen des Tages.